20 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch heute mit der Christine Lieberknecht. Ich bin Ihre CDU-Landtagskandidatin hier im Wahlkreis Crailsheim, Geildorf und Schwäbisch Hall. Und ich freue mich sehr, dass mein Gesprächsgast heute die Christine Lieberknecht ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind und schön, dass wir uns heute unterhalten, Frau Lieberknecht. Ja, das mache ich gerne. Einen schönen guten Abend auch zu Ihnen in Ihrem Wahlkreis. Und Sie sind ja in einer Gegend, die mir durchaus vertraut ist. Und deswegen habe ich auch sehr schnell gesagt, jawohl, liebe Frau Radgib, das machen wir zusammen. Das ist super. Ein herzliches Willkommen auch an Sie alle, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, hier von Stimmfach über Crailsheim bis Wolbertshausen, von Fichtenberg über Geildorf bis nach Ilzhofen und von Michelfeld über Schwäbisch Hall bis nach Wallhausen und alle anderen natürlich auch. Ich freue mich, dass Sie sich heute am Freitagabend für uns Zeit nehmen und unserem Gespräch lauschen. Und wie immer sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Fragen in Facebook zu stellen. Und Sie konnten ja auch im Vorfeld Fragen zuschicken. Auch dafür vielen herzlichen Dank. Wir stehen jetzt ja kurz vor dem vierten Adventswochenende und damit kurz vor Weihnachten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie als Theologin und Politikerin heute meine Gesprächspartnerin sind. Das ist echt eine tolle Kombination. Und bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, bevor wir in die Themen einsteigen, möchte ich einfach Sie noch ein bisschen vorstellen. Sie haben mir ja ein paar Informationen vorab zukommen lassen. Sie wurden 1958 in Weimar in Thüringen geboren. Das darf ich verraten, weil Sie es mir eben geschickt haben. Und waren dann bis 1970 Gemeindepastorin im Kirchenkreis Weimar. Sie haben sich dann aktiv an der Friedlichen Revolution in der DDR beteiligt, 1989 und 1990. Und waren dabei besonders an der Erneuerung der CDU in der DDR tätig. Von 1990 bis 2019 haben Sie verschiedene politische Ämter im Freistaat Thüringen begleitet, unter anderem Kultusministerin, Bundesrats- und Europaministerin, Sozialministerin, sowie als Präsidentin vom Thüringer Landtag und von 2009 bis 2014 als Thüringer Ministerpräsidentin. Was ich mir jetzt auch noch ein bisschen rausgesucht habe, dass Sie am 30. Oktober 2009 zur Ministerpräsidentin von Thüringen gewählt wurden. Und damit waren Sie nach der Heidi Simonis bundesweit die zweite Frau und zudem in der CDU die erste Politikerin, die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes wurde. Das ist ja schon wirklich eine Besonderheit. Und das ist jetzt auch gleich die erste Frage. Was blieb Ihnen denn aus dieser Zeit besonders prägend in Erinnerung? Ja, also Politik ist etwas, was ja unmittelbar mit Menschen zu tun hat. Und ich bin ja von Haus aus Pastorin. Und da gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen dem Pastorenberuf und dem Beruf als Politikerin. Man muss die Menschen mögen. Man muss Spaß haben, mit Menschen etwas gemeinsam machen zu wollen, den Menschen zu vertrauen und vor allen Dingen auch die vielen Gaben zu sehen, die Menschen haben und das positiv aufnehmen. Das habe ich in all meinen verschiedenen politischen Ämtern immer wieder gemacht. Deswegen bin ich ja auch Schirmherrin und Begleiterin von unglaublich vielen Projekten in meiner Zeit als Politikerin gewesen, auch als Ministerpräsidentin und jetzt auch im Ehrenamt. Und Politik ist immer etwas, obwohl ich es 30 Jahre gemacht habe, was in einer Demokratie ein Amt auf Zeit ist. Das heißt, Politik erfordert einen Menschen wirklich komplett, sich einzusetzen für all diese auch Schwierigkeiten, die oft damit verbunden sind. Aber es ist nie das ganze Leben, sondern es bettet sich für mich ein in eine Geschichte meines Lebens, die eine Vorgeschichte hat als Schülerin, Studentin, dann Pastorin in den Gemeinden, in denen ich ja auch mit Württemberg, Schwäbisch Hall und namentlich auch Großaltorf verbunden war, deswegen auch diese Beziehung zum Wahlkreis bei Ihnen, und in das Leben jetzt nach der Politik, in der ich aber auch zeigen kann, Demokratie kann man auch als aus der Zivilgesellschaft heraus, als Bürgerinnen und Bürger in Vereinen, in Verbänden oder auch ganz persönlich mit stärken und gestalten, indem man sein Wort macht und indem man sich engagiert. Das finde ich, haben Sie total gut gesagt, weil ich versuche auch immer zu appellieren, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass jemand sagt, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier was sage,
Das bringt sehr wohl was. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich dort einzubringen. Und gerade wenn es auch strittige Themen sind, dass man unterschiedlicher Meinung ist, brauchen wir ja den Diskurs und wir brauchen den Austausch. Und vor allem brauchen wir einfach das wertschätzende Miteinander, auch als Menschen, dass wir einfach dort halt gut miteinander umgehen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ganz wichtig. Also Demokratie braucht Menschen mit Ausdauer, mit Geduld und mit Beharrlichkeit. Demokratie ist etwas, das macht man nicht so im Durchmarsch, so ich habe jetzt eine Idee und alle müssen mir folgen, sondern Demokratie ist ein ja auch intensiver Prozess des Auseinandersetzens und ich sage auch des tabufreien Auseinandersetzens. Man muss die verschiedenen Meinungen hören. Man muss Menschen gewinnen, indem man sie anspricht und indem man dann auch eine Interessenübereinstimmung feststellt, manchmal auch nach harten Ringen und dann tatsächlich sozusagen zur Tat schreitet. Und dass man auch als Einzelner etwas erreichen kann, das haben wir ja erlebt. Wie klein waren wir alle beispielsweise in der Diktatur, der DDR, eine übermächtige Staatsmacht, noch mit sowjetischen Panzern ausgestattet, der ganze Ostblock hermetisch abgeriegelt. Und doch ist es am Ende dem Mut vieler, vieler Einzelner, und zwar gerade aus den Kirchen heraus, mit Kerzen und Gebeten zu verdanken gewesen, dass der Stein ins Rollen kam und am Ende aus den Einzelnen ganz, ganz viele geworden sind, die ihren Beitrag dafür geleistet haben. Aber ohne den Mut der Einzelnen wäre es nicht gegangen. Also das sehe ich wirklich auch ganz genauso. Und ich war damals 9 Jahre alt und ich kann mich heute noch genau daran erinnern, wo ich war, als im Radio verkündet wurde, dass jetzt quasi die Grenzen offen sind. Und es war für uns so, also da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre, weil es war einfach so unbeschreiblich, weil davor auch wir als Kinder einfach so die latente Bedrohung gespürt haben durch die Panzer und einfach auch so der, wo man nicht gewusst hat, kommt es jetzt zu einem Krieg, kommt es zu einer Auseinandersetzung, wie wird's? Und dass es trotz allem friedlich gelöst wurde, das ist, glaube ich, echt einer der größten Erfolge, die man den Mut von den Menschen, die einfach freiwillig und auch vor allem richtig, sag ich mal, wie soll man das jetzt ausdrücken, einfach friedfertig auf die Straße sind. Natürlich mussten auch viele ihr Leben dafür lassen. Und das ist einfach, ja, so stellen wir uns natürlich unser Land nicht vor. Deswegen bin ich froh, dass es wieder vereinigt ist, trotz allen Herausforderungen, die es immer noch gibt. Aber das war einfach, ja, das ist ein Geschenk, das wir da haben. Also Frau Rathgeb, Sie sprechen es an. Natürlich bin ich ganz neugierig, wo Sie am 9. November waren, als die Nachricht kam. Aber dass das ein einziges Wunder, ja, ein Glücksfall der Geschichte war, wenn man bedenkt, was da alles ineinandergreifen musste. Es waren wirklich Tausende, Hunderttausende auf der Straße und nicht ein einziger, ja, hat einen Stein in die Hand genommen und ihn geworfen oder irgendwo Gewalt angewendet, dass Hunderttausende Menschen in so vielen verschiedenen Orten der ehemaligen DDR friedlich demonstriert hatten. Wenn man sich heute diese Krawallos anguckt, die oft auf der Straße sind, also das ist ja ein himmelschreiender Unterschied, aber damals war es ganz friedlich und das war eine der zwingenden Voraussetzungen, dass überhaupt zum Erfolg kommen konnte. Und dann die internationalen Situationen, dass ein Michail Gorbatschow sich aus diesem ja auch starren Machtgefüge seiner Vorgänger gelöst hat und diese Vision hatte, man muss auch dem deutschen Volk das Selbstbestimmungsrecht geben. Natürlich stand die Sowjetunion unter wirtschaftlichem Druck und Helmut Kohl hat sehr vertrauensbildend gewusst, wie er natürlich auch Gorbatschow entgegenkommen kann in seiner wirtschaftlichen Not, die das Land damals hatte. Und dass der NATO-Doppelbeschluss, der ja sehr umstritten war, am Ende und Helmut Schmidt im Übrigen das Amt gekostet hat, am Ende auch ein Baustein zum Erfolg war. Das gehört alles dazu, das hat man alles vorher nicht sicher wissen können. Aber die Geschichte hat den Akteuren damals recht gegeben. Und wir lernen aus der damaligen Zeit einerseits klar, der Mut der Demonstranten, der Mut in der DDR, aber auch eine Politik im internationalen Rahmen, und zwar vor allen Dingen durch Helmut Kohl, die auf Vertrauen aufbauen konnte. Der damalige amerikanische Staatspräsident George Bush Senior hat halt Helmut Kohl vertraut. Michail Gorbatschow hat Helmut Kohl vertraut.
und Maxis Fetscher und auch Mitterrand in Frankreich, die ja erst gar nicht so positiv auf die deutsche Einheit zu sprechen waren, die sie eigentlich verhindern wollten, haben sie aber am Ende diesem Vertrauen, gestützt durch die Amerikaner, aber auch durch einen Sozialisten aus Spanien, Felipe González, der auf dem entscheidenden Europäischen Rat im Dezember 1989 Kohl unterstützt hat. Also es gab immer mehr Unterstützung auf der Basis von Vertrauen, dass dann auch diejenigen, die es eigentlich verhindern wollten, die sagten, das kann nicht sein, dass die Deutschen wieder zusammenkommen, am Ende auch zugestimmt haben. Und das war, ja, es war beides. Es war dieser Einsatz der Einzelnen, der ganz vielen, aber es war eben auch eine Politik, die aufbaut auf Vertrauen und Verlässlichkeit, wie wir sie heute manchmal wirklich nur herbeisehnen können, weil sich doch in der Welt vieles geändert hat und wir an vielen Stellen eher das Misstrauen beobachten müssen. Und schlussendlich hat sich eben einfach alles zum Guten gefügt. Und ich glaube, das ist wirklich auch, was wir angesprochen haben, das Vertrauen. Ich glaube, es ist egal, ob das jetzt auf politischer oder auf persönlicher, privater Ebene oder am Beruf ist. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir dort uns gegenseitig halt vertrauen und natürlich auch zu dem stehen, was wir sagen, weil das natürlich auch die Voraussetzung dafür ist. Und ich glaube, also auch in den kleinen Beispielen, wo ich jetzt, sag ich jetzt mal so, auch politisch unterwegs bin oder auch ehrenamtlich, ist es natürlich ein unschätzbarer Wert, wenn man einfach weiß, auf den oder auf diejenige kann man sich verlassen, die kann man anrufen oder man kann dann auch mal ein offenes Wort wagen, sagen, hey, wie siehst denn du das, wie sehen Sie das, könnte man da nicht was machen? Und ich glaube, dann kann schon das eine zum anderen kommen und sich entwickeln. Und dann kann auch wie in dem Fall echt was Großes draus entstehen. Und weil Sie gefragt haben, wo ich dort war, wir hatten Jugendgruppe bei uns in der Kirche. Und das war das Gemeindehaus direkt neben der Kirche. Und da haben wir uns halt regelmäßig getroffen. Da haben wir Radio gehört. Das hat man damals noch gemacht. Und dort wurde das dann verkündet. Ja, ganz das toll. Das finde ich so klasse. Weil ich bin zutiefst geprägt vor meiner politischen Zeit durch die Partnerbeziehung eben zu Württemberg. Ich bin ja in der evangelischen Kirche zu Hause und wir waren also über die ganzen Jahrzehnte der Teilung sozusagen verschwistert, verpartnert, Thüringen und Württemberg. Und in meiner eigenen Jugend hat das auch eine ganz große Rolle gespielt, weil wir auch über die evangelische Schülerarbeit verbunden waren und jedes Jahr haben wir immer beneidet. Die Württemberger hatten Osterferien. Die gab es im kommunistischen Ostblock, in der DDR ja nicht. Aber wir waren ja da, wir konnten ja ohnehin nicht weg. Und dann haben wir immer die Württemberger Jugendlichen in der Woche nach Ostern empfangen und auch bei uns in den Häusern übernachten lassen. Und dann haben wir intensiv diskutiert. Haben natürlich auch christliche Sachen gemacht, aber haben auch die politische Diskussion erörtert und haben uns als Jugendliche kennengelernt. Und das hat für mich auch ganz viel irgendwie so ein Vorgriff auf die deutsche Einheit bedeutet. Und wie war das damals? Also musst die dann ein Visum beantragen und dann die Einreise in die DDR? War das schwierig oder wie ging das? Nee, wir haben dann ganz privat haben wir Anträge gestellt. Als ich noch minderjährig war, mussten das dann die Eltern machen. Und als ich dann 18 war, konnte ich das selber machen. Mussten wir Besuchserlaubnisse beantragen, richtig mit Visum. Und das wurde dann auch kontrolliert und dann bekam man das zurück und musste dann das dahin schicken. Ja, und dann in den allermeisten Fällen hat es auch funktioniert, weil ich sage in Anführungsstrichen, ja, es waren ja harmlose Jugendliche. War ja jetzt niemand, der irgendwie beim Geheimdienst gearbeitet hat oder irgend sowas. Und natürlich waren auf unserer Seite sicher auch Stadtsicherheitsspitzel dabei, das weiß ich nicht so genau. Aber ja, ich weiß, von welchen die bei der Stadtsicherheit waren, aber jetzt von unserer Jugendgruppe selbst nicht unbedingt. Aber ansonsten, diese Beantragungen haben funktioniert und dann haben die in unseren Häusern mitgewohnt. Also ich habe dann mein Zimmer geteilt und dann kam also eine Württemberger Freundin und wohnte dann mit bei mir und bei anderen auch. Und dann waren wir immer so von jeder Seite so, ja, 8 bis 10 Leute vielleicht. Also und dann so, ja, 16, 20 Leute und haben uns dann getroffen und haben diskutiert, ja, was ist in der DDR, was ist bei uns im Bildungssystem gerade relevant, was machen die in Stuttgart oder in den anliegenden Gemeinden, die da mitkamen aus ganz Württemberg und ja, auch welche politischen Themen stehen an, das war schon hochspannend. Und wie kam das, dass quasi Ihre Gemeinde und Groß-Alldorf dann Partnergemeinden wurden?
Ja, also das war, wenn man so will, schon Ende der 40er Jahre, ich sag mal fast Okay. generalstabsmäßig, durch die diakonischen Ämter organisiert. Und zwar gab es schon 1948 eine Tagung in Wolfhagen in Hessen. Und da wurden alle Landeskirchen im westlichen Teil Deutschlands, also in den drei waren noch Besatzungszonen, amerikanisch, französisch, englisch und die russische SBZ, sowjetische Besatzungszone. Und dann wurden allen westlichen Gliedkirchen, also Kirchen, Landeskirchen, östliche Landeskirchen zugeordnet. Und dann hatten wir halt das wirklich große Glück, dass Württemberg und dass Thüringen zu Württemberg kam, was ja auch eine sehr ja vielfältige, lebhafte, in Klammern ja auch nicht unbedingt die ärmste Landeskirche war. Also es gab natürlich auch ganz viel materielle Unterstützung, das muss man dazu sagen. Bis dahin, dass auch Gemeindeglieder angesprochen worden sind, die damals Gemeindegliedern in unseren Gemeinden, die Leute, die sie überhaupt nicht kannten, zum Beispiel Weihnachtspäckchen schickten. Und also es war eine riesen Solidaritätsaktion und die hat 40 Jahre gehalten. Ich habe im Übrigen mal einen großen Aufsatz drüber geschrieben, der ist auch gedruckt worden, den kann ich mal schicken. Ich habe Oh dann ja. vor Jahren auch einen Vortrag drüber gehalten und da wurde also Württemberg, Thüringen war zugeordnet. Dann gibt es die einzelnen Dekanate und die wurden den Subventuren, heißt es bei uns, zugeordnet. Und innerhalb der Dekanate und Subventuren gab es Gemeinden. Und da wurde Großaltdorf damals einer Gemeinde, für die ich als Pastorin verantwortlich war, nämlich Hottelstedt, zugeordnet. Und dann gibt es ja die berühmte Geschichte, dass ich Kirche gebaut habe. Ein Turm, 32 Meter hoch, aber wir hatten keinen Schiefer und wir hatten keine Kupfernägel. Und den Schiefer konnte ich besorgen, aber die Kupfernägel nicht. Und die haben dann die Großaltdorfer gespendet. Und dann kamen also riesenschwere, glaube 15 Kilo Kupfernägel. Und seitdem weiß ich, dass man Kupfernägel nicht mit feuerverzinkten Blechen auf die Dächer bringt. So, das hat man dann auch alles gelernt. Dann gab es gleich Ja. Nachhallöcher. Ja, so hoch habe ich übrigens nie wieder gebaut, wie diesen 32 Meter Kirchturm da in den 80er Jahren. Ich habe ja noch Und mehrfach gebaut. Die Thüringer wo steht Landesvertretung in der? der Nachbargemeinde, für die Ja. Partnerschaft war und wo ich zuständig war. Und ich lebe ja heute noch da, also nur wenige Kilometer von hier. Ach, No. das ist ja Nein, ich habe schön. ja noch in Berlin dann die Landesvertretung. Ich habe ja als Ministerin für Bundesangelegenheiten war ich ja in Bonn 7 Jahre, von 92 bis 99. Dann war ja der Umzug nach Berlin. Und ich war für die Neubau der Landesvertretung. Württemberg hat ja auch eine tolle Landesvertretung. Viel größer als Thüringen, wir sind ja auch kleiner. Aber unsere ist höher, glaube ich. Wir haben die volle Höhe ausgenutzt damals, 22,5 Draufmeter, sagt man. Das weiß ich. Aber mein Kirchturm war 32 Meter. Und dann als Landtagspräsident war ich nochmal zuständig für den Neubau des Landtags in Erfurt. Das war ein spannendes Thema. Dann hat auf jeden Fall Ihr Kirchturm alles überragt und Ja, bis hat heute ist bestimmt, auch richtig. Über allem steht der ja, Herrgott. Das wollen wir jetzt mal wieder Weihnachten festhalten. zum einen das und zum anderen, mir ist es einfacher, immer wieder über den Tellerrand drüber rauszuschauen. Und dass man nicht Das nur stimmt. in dem Gefangen ist, was man eben macht, sondern einfach mal ein bisschen links und rechts schaut, wie machen es denn die? Ja. Und durch Schwäbisch Hall, als man dann reisen konnte, ab 89 schon, 89 war schon ein bisschen liberal und dann ab 90 sowieso, sind wir natürlich auch nach Schwäbisch Hall gefahren. Und der Jedermann ist ja das große, große Schauspiel immer auf der Freitreppe vom St. Michel Ja. Kirche. Und also von daher ist mir Schwäbisch Hall wirklich ins Herz gegeben. Und ich Das freut unterstütze mich ihn natürlich natürlich auch, weil es ganz besonders. toll ist, wenn man da eine Verbindung wieder hat. Ja, das hat mich auch total gefreut, als Sie das einfach auch erzählt haben, dass es da ganz viele Punkte gibt. Und auch die Marion Straube, die ehemalige Vorsitzende von der Frauenunion, hat mich dann auch kontaktiert, als wir darüber gesprochen hatten, dass sie uns da unterhalten, und hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie damals im März 2011 in der Region waren und auch dort Schwäbisch Hall im Wahlkampf unterstützt haben. Und da Aber hatten wir ist ja die Frau Vorfall. Straub, Ja? ja, ist die jetzt ehemalig, ja? Ist nicht mehr Vorsitzende. Nein, da gab es neue Wahlen und die Marion Straube hat dann gesagt, sie tritt nicht mehr an, weil es jetzt einfach auch Ach so ein so. bisschen, sie haben vorher gesagt, alles hat seine Zeit. Das hat dann auch die Ja, Marion so eben ist für es. sich gesagt.
Das ist gut, das ist die Rosemarie Wiedemann, unsere Vorsitzende. Ach so. Ja, aber die Marion grüßen Sie mal ganz herzlich. Das freut mich, dass Sie daran erinnern. Ja. Mhm. Und Sie haben nämlich erzählt, dass Sie im März 2011 da waren und an den Besuch erinnern Sie sich ja auch ganz genau, haben Sie mir erzählt. Oh ja, da war auch Wahlkampf in Württemberg und das war der Tag, an dem abends dann bekannt wurde, dass in Japan Fukushima, also diese Havarie war im Atomkraftwerk und dann noch der Tsunami. Und in Schwäbisch Hall waren wir noch total unbeschwert. Also war eine super Stimmung, toller Wahlkampf, tolle Frauen in der Frauenunion, die da zusammen waren. Und ich war aber das ganze Wochenende damals in Württemberg, bin dann weiter in eine diakonische Anstalt, wo dann Abend ja auch ein eher nachdenkliches Thema war. Das war also jetzt nicht die harte Wahlkampfkontroverse, sondern ging es ums Nachdenken über, ja, Christi Menschenbild. Und dann kam schon die Nachricht, so dass man das in diesem, ja, doch eher auch christlich konnotierten Abend aufnehmen konnte. Man wusste ja noch nichts Genaues. Man wusste nur, es ist was ganz Schlimmes passiert, es sind Menschenleben auf dem Spiel und eine Havarie in diesem Atomkraftwerk und man wusste nicht, was mit dem Tsunami wird. Also es war irgendwie dann schon eine sehr bedrückende Situation, wo wir ja dann auch über die Grenzen des Menschen und der menschlichen Möglichkeit und Schöpfung nachgedacht haben. Das passte sozusagen in diesen ja sehr nachdenklichen Raum, aber es war schon ein schwerer Einschnitt. Und am nächsten Morgen offenbarte sich so langsam so die ganze Katastrophe. Und deswegen werde ich das nie vergessen. 11. März 2011, ja. Mhm. Ja, und danach ist ja auch einschneidendes passiert dann. Auch in Deutschland mit der ganzen Energiewende. Und es hat ja auch dann waren ja dann nur noch 14 Tage, glaube ich, bis zur Landtagswahl in Württemberg, in Stuttgart. Und das hat ja dann noch einschlägig auch das Wahlverhalten beeinflusst, glaube ich. Es war ja dann wirklich die Stunde der Grünen und seitdem ist ja dann auch Winfried Kretschmann Ministerpräsident geworden. Das war genau unmittelbar in diesem Zusammenhang auch mit Fukushima. Ja, also das habe ich auch noch ganz genau so in Erinnerung, dass es einfach so ein Ereignis war, wie Sie vorher gesagt haben, dass man einfach schon, sage ich jetzt mal, sein Bestes geben kann, aber es liegt einfach nicht alles in unserer eigenen Hand. Und deshalb ist jetzt auch meine nächste Frage an Sie als Politikerin und Theologin. Wie sehen Sie denn quasi den Einfluss von Theologie und Politik oder auch die Verbindung und was ist denn da für Sie auch wichtig, beziehungsweise auch für uns auch in der Zukunft wichtig? Ja, also ich finde zunächst mal, dass man Theologie und Politik schon sehr grundlegend unterscheiden muss. Theologie hat es, wie man sagt, nicht zuletzt auch mit den letzten Dingen im Leben zu tun. Die Frage, was den Menschen ausmacht, die Frage auch nach dem Heil des Menschen, wie man das erlangen kann, sozusagen die letzten Dinge. Und auch, ja, das Erlösungsgeschehen, was wir jetzt auch Weihnachten ja wieder haben mit der Menschwerdung Jesu Christi in unserer Welt. Natürlich praktisch Nächstenliebe, da sind wir mit der Politik auch nah beieinander. Aber dann doch die Tatsache, dass wir die Menschwerdung Jesu zu Weihnachten im Ende nur verstehen können, wenn wir auch das Kreuz vom Karfreitag und Ostern sehen. Also dieser Zusammenhang für die Erlösung dessen, was wir als Menschen immer schuldig bleiben, was wir als Menschen immer auch an Fehlerhaftigkeit haben, wo wir nie eine Vollkommenheit für uns in Anspruch nehmen können. Dafür aber theologisch zu denken und letztlich auch das, wenn man so will, das Verlangen nach Transzendenz deutlich zu machen, auch dafür zu stehen, auch dafür eine Sprache zu haben, das ist etwas völlig anderes als im politischen Geschäft, wo ich mich zwar von christlichen Maßstäben leiten lasse, aber dann doch sehr realpolitisch abwägen muss, und zwar immer nur in der Abwägung, in Aushandlungsprozessen, im Kompromiss versuchen kann, das jeweils bessere, gerechtere und freiere am Ende durchsetzen zu können. Aber es wird immer unvollkommen bleiben. Also wenn man so will, zeigt die Theologie auch der Politik ein Stück ihre Grenzen auf. Und überall, wenn man diese Grenzen nicht mehr sieht,
ist ja das Unheilvolle auch passiert in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die dafür stehen. Egal, ob es der Kommunismus war oder der Nationalsozialismus, da haben sich immer Menschen, sozusagen die Anführer der Systeme, selbst überhöht und meint, man könne auf Gott und Jesus Christus verzichten. Und das ist jedes Mal schiefgegangen. Und zwar gewaltig schiefgegangen, tragisch schiefgegangen. Da haben Sie vollkommen recht. Und es ist nicht nur schiefgegangen, sondern es ist auch schiefgegangen, auch in der Form, dass es eben viele Menschenleben gekostet hat. Und absolut. So wie Sie vorher gesagt haben, ich glaube, das ist der Kompromiss, ist aus meiner Sicht wirklich eins von den Hauptinstrumente oder Werkzeuge, würde ich jetzt mal sagen, in der Politik, weil ob was gut oder gerecht ist oder ob man es noch besser machen kann, das liegt ja auch immer ein Stück weit im Auge des Betrachters, weil natürlich auch jeder einen anderen Anspruch hat und natürlich ein anderes Ziel hat, aber da natürlich eine größtmögliche Schnittmenge hinzubekommen, dass man einfach für möglichst viele das Gute verfolgen kann und umsetzen kann, das ist, glaube ich, tagtäglich eine neue Herausforderung. Und es ist, glaube ich, auch ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Politik, auch Demokratie ist immer in Bewegung. Sie können nie sagen, so, das ist es jetzt. Okay, man kann mal unter ein konkretes politisches Projekt den Haken machen, aber dann kommt natürlich sofort das Nächste. Politik und auch Demokratie steht so wenig still, wie das menschliche Leben stillsteht. Gesellschaft kann nicht stillstehen, auch wenn wir jetzt diesen harten Lockdown haben und Shutdown, aber trotzdem ist ja unglaublich viel in Bewegung und verlangt unglaublich viel nach Klärung und wir sind unglaublich auch bewegt dabei, trotz aller äußeren Ruhe, die jetzt auch zum Teil verordnet wird. Und es gibt natürlich auch halt neue Formen, die dadurch ermöglicht werden, weil sonst wäre jetzt wahrscheinlich kein Corona und kein Lockdown, wäre ich wahrscheinlich zu Ihnen nach Thüringen gefahren und das wäre auch schön gewesen. Aber so machen wir es jetzt natürlich online und es ist genauso gut. Und deswegen ist es natürlich immer... Diese Situation, die wir uns ja alle nicht ausgesucht haben und die wirklich eine Riesenherausforderung ist. Eine riesen Herausforderung. Da kann man aber auf der anderen Seite staunen, wie doch ganz viele, und liebe Frau Rathgeb, Sie gehören ja auch dazu, ich selber gehöre dazu, wie wir die Situation angenommen haben. Ich hätte mir doch vor einem Jahr nicht im Traum vorstellen können, am Freitagabend hier an meinem PC zu sitzen und so einer Videoschalte mal kurz mit Ihnen zu chatten und uns dadurch natürlich auch kennenzulernen. Was wir vielleicht auch mal im realen Leben gemacht hätten, wenn ich dann vielleicht einen Osterbesuch mal in Großaltdorf gemacht hätte und Sie wären da vorbeigekommen. Oder vielleicht hätten wir uns auf dem schönen Weihnachtsmarkt in Fellberg getroffen, den es normalerweise gibt. Ist ja wie ein Märchen, das habe ich mir immer vorgenommen. Einmal wollte ich mal auf dem Weihnachtsmarkt nach Fellberg. Das kenne ich also nur ohne Weihnachtsmarkt. Aber ich habe Bilder gesehen, wie schön es ist, wenn das... Aber wir haben die Hoffnung, dass es vielleicht nächstes Jahr noch wieder stattfinden kann. Das wird auf jeden Fall wieder eine Zeit kommen, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet. Und da lade ich Sie heute schon ganz herzlich ein, weil ich war letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mit der Familie in Fellberg und es war einfach wunderschön. Und das ist einfach toll. So. Die Stadt selber ist ja total schön. Und dann noch in der Kulisse dort ein Weihnachtsmarkt, das ist wirklich ein Traum. Aber liebe Frau Rathgeb, da müssen wir noch jemanden mitnehmen. So viel muss mir erlaubt sein. Und zwar, ich habe noch einen guten alten Bekannten. Das heißt, alten Bekannten, einen ganz tollen Menschen, auch mit seiner Frau, die Elisabeth und der Gerhard Hammer in Großaltdorf. Das ist ein tolles Paar. Und den müssen wir mitnehmen. Vielleicht singen die dann sogar noch ein schönes Adventslied. Die sind noch musikalisch so toll drauf. Also das muss sein. Also da fällt uns auf jeden Fall was ein, wie wir das alles zusammenführen können. Mit Hans-Gerhard Hammer durfte ich mich auch am 27. November auch im Rahmen von der Gesprächsreihe unterhalten. Und es war wirklich auch ein total schönes und berührendes Gespräch. Mhm. Ja, das glaube ich. Mit dem kann man toll reden. Ich hoffe, dass es ihm jetzt wieder gut ging. Der hat ja auch so ein bisschen Corona-Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das Schlimmste ist da auch überwunden. So, dass die auch gut, glaube ich, aufs Weihnachtsfest gucken können. Wir hatten Kontakt. Genau, da kann man sich auch freuen auf das Weihnachtsfest und dass es da auch gut weitergeht. Das stimmt. Mhm. Sie haben mir geschrieben, dass Sie aktiv sind in einer ganzen Reihe von Ehrenämtern, zum Beispiel im Vorstand der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, als Vizepräsidentin im Verein Gegen Vergessen für Demokratie e.V.,
in der Kammer für soziale Ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland als stellvertretende Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeits... Oh, wir müssen bald aufhören, das können die Leute da gar nicht merken. Und als Präsidentin vom Thüringer Wanderverband. Das finde ich ja eine total reizvolle Mischung. Wie kommt es denn da dazu? Ja, ich finde das auch so ganz spannend. So aus jedem Lebensabschnitt ist irgendwas hängen geblieben, wenn man es mal so will. Am allerlängsten bin ich stellvertretende Bundesvorsitzende vom Evangelischen Arbeitskreis von CDU/CSU, nämlich seit 91 schon. Kommt einfach, ja, weil mir immer Politik und Kirche, Politik und Glaube bei aller Unterschiedlichkeit, die ich gerade geschildert habe, aber in mir zusammen doch ein Herzensanliegen waren, da Mittler zu sein, Verbindung zu schaffen, die jeweilige Perspektive auch des jeweils anderen deutlich zu machen. Und dann als Ausgleich, in der Politik brauchen wir das manchmal, das sage ich Ihnen auch, einfach mal raus, abschalten, nur Natur, Wald. Ich meine, es ist ja inzwischen, das bin ich auch schon seit 25 Jahren Präsidentin des Thüringer Wanderverbandes. Ich habe halt immer wegen diesen Ämtern, die mich ja dann doch mehr gefordert hatten als am Anfang, zumal wenn man dann Ministerpräsidentin ist, habe ich immer meinen Wanderfreunden gesagt, also ich lege das Amt auch nieder, sucht einen Nachfolger, ich muss das nicht machen. Aber die haben immer gesagt, Christine, bleib dabei, wir sehen, du hast jetzt wenig Zeit, aber bleib bei uns, wir machen die Arbeit und wir kommen da gut miteinander zurecht. Ja. Und jetzt habe ich noch mehr Zeit und die Wanderfreunde wollen sich. Nein, es ist ja wirklich inzwischen so richtig Mode geworden, Waldbaden. Und es gibt an amerikanischen Hochschulen, Colleges, unglaubliche Studien jetzt mit Probanden, was das alles Positives auslöst. Ich sage, Wanderfreunde über Jahrhunderte haben immer schon gewusst, gute Gedicht vom Dr. Wald, und das stimmt. 10 Minuten, Viertelstunde im Wald, sie kriegen den Kopf frei, sie haben wieder völlig neue Ideen, wenn sie gerade mal wieder eine Rede schreiben müssen oder ein Projekt entwickeln, hilft. So, also da verzichte ich wirklich nicht drauf. Und das andere, ja, ist mein Einsatz, meine Tradition aus der Friedlichen Revolution heraus, meine tiefste Überzeugung, dass unsere Demokratie wirklich Einsatz braucht. Deswegen habe ich auch die Anfrage vom Verein gegen Vergessen für Demokratie angenommen und bin da jetzt stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Unser neuer Vorsitzender ist ja im Übrigen der bisherige Verfassungsgerichtspräsident, Bundesverfassungsgerichtspräsident Herr Voskuhle. Ist auch ein spannendes Zusammenwirken. Und der zweite Vizepräsident hätte eigentlich Thomas Oppermann werden sollen, der aber ganz kurz vor dieser Wahl leider verstorben ist. Und ja, auch diese menschliche Tragik gibt es in der Politik, dass nicht jeder so alt wird, wie man sich das gerne wünscht. Und unter Demokraten steht man aber auch gerade in diesen menschlichen Situationen so dicht beieinander. Und deswegen sage ich auch, Demokratie ist ganz entscheidend. Wir sind Christen. Als Christen sehen wir Demokraten und als Demokrat geht der eine den Weg in die CDU wie wir, der andere geht den Weg in die SPD oder in die FDP oder zu den Grünen und jeder hat seine Berechtigung und jeder muss bei aller Unterschiedlichkeit dann natürlich auch sehen, wie wir zusammen Demokratie stärken und wirken. Das ist das und die Bundesstiftung Aufarbeitung, da war ich ja diese Woche erst in Berlin, ist auch in den Medien, können Sie noch gucken, in den haben Sie vielleicht auch gemacht, in den Links. Da haben wir der Bundesbeauftragten für Kultur, die verantwortlich ist jetzt im Rahmen der Bundesregierung für die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft, ein Konzept übergeben eines Beirates, wo ich den Vorsitz übernommen habe, beziehungsweise der mir angetragen worden ist. Und da bin ich auch sehr froh. Und auch das ist ein Beitrag zur Demokratie, wenn man ganz verschiedene Menschen, zum einen Zeitzeugen, unmittelbare Betroffene, auch von SED-Unrecht, Opfer, aber dann mit Wissenschaftlern, die ganz verschiedene Sichtweisen auf die SED-Diktatur haben und Politiker der verschiedenen Parteien, dass man die zusammenbringt zu einem Konzept, was wir gemeinsam tragen für ein solches Denkmal. Und das sind dann immer Momente, wo ich sage, ja, es lohnt sich der Einsatz und da lohnt sich auch ein Ehrenamt. Das stimmt. Also ich bin auch davon entfernt vom Ehrenamt. Und ich meine, dass durch das Ehrenamt so viel mehr möglich ist in Deutschland. Ohne das Ehrenamt würde uns das fehlen. Und
sei es der Sportverein, der Musikverein, die Chöre oder auch das politische Ehrenamt, so wie Sie es beschrieben haben, ist einfach ein unglaublicher Mehrwert für uns. Und ich glaube, das Wichtige auch, wenn man so ein Netzwerk hat wie Sie, ist natürlich, dass man zum einen zuhört, aber dann auch das nutzt, um zu verbinden und zu gestalten. Dass es einfach dann quasi zu einem Guten sich dann fügt und man dazu beiträgt. Weil ich glaube, also auch hier in der Region fallen mir ganz viele Initiativen ein, die auf das Ehrenamt zurückzuführen sind. Und deshalb sind wir auch so eine wunderschöne, tolle Region und ich lebe super gern hier, weil einfach so viel mehr dadurch möglich ist. Hm. Also das stimmt. Die meisten Projekte, die irgendwo entstehen, haben ihre Wurzeln dass sich Leute ehrenamtlich zusammensetzen, weil sie eine Idee haben, weil sie auch ihr Lebensumfeld verbessern wollen und sagen, Mensch, wir müssen hier was machen. Und dann gründen sie einen Verein oder eine Initiative und ja, vielleicht verraten Sie mir noch, was so Ihr liebstes Ehrenamt ist oder vielleicht haben Sie auch eine ganze Reihe, die Sie aufzählen wollen. Also ich möchte jetzt keine Wertung vornehmen im Sinne von das Liebste, weil ich mache die alle total gern, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich überlege mir schon immer ganz genau, was kann da dabei denn mein Beitrag sein, dass es einfach nochmal ein bisschen besser wird und werden kann. Und also zum einen bin ich halt hier in Stümpfach im Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeisterin im Kreistag. Und das macht mich wirklich sehr zufrieden und es macht mir auch ganz viel Spaß, trotz den ganzen Herausforderungen und auch die verschiedenen Kompromisse, die man dann natürlich da auch eingeht und auch die Themen, die man diskutiert, weil es einfach auch den Horizont natürlich weitet. Und es war auch mitunter so eine Wegstrecke, die mich jetzt hier zu der Landtagskandidatur geführt hat. Aber außerhalb von dem politischen und kommunalpolitischen singe ich zum Beispiel total gern. Wir haben so eine kleine Band bei uns am Ort und ich darf jetzt beim Weihnachtsgottesdienst mitsingen. Das freut mich total, weil bei uns in den Kirchen ja auch das Singen aktuell nicht möglich ist. Weil das ist für mich so ein Ausgleich. Und dann wurde ich jetzt dieses Jahr gewählt zur Vorsitzenden vom Förderverein Beuteltigerstark, vom Kinder- und Jugendklinikum, vom Diakoneo in Schwäbisch Hall. Und das ist wirklich auch, finde ich, eine sehr wichtige und sinnvolle Tätigkeit, weil dort werden halt Kinder von Frühchen, die einfach zu bald auf die Welt kommen, bis zu Jugendlichen, die stationär in dem psychiatrischen Bereich wohnen, betreut und behandelt und dort versuchen wir halt durch unsere Möglichkeiten zur Gesundung beizutragen. Sprich, das sind dann oft auch ganz niederschwellige Sachen, weil das ist mir auch so wichtig, so die pragmatische Hilfe, dass wir halt für die Menschen da sind. Also sei es mal ein schönes Zimmer, das wir einrichten für die Eltern, wenn die dort sind zu Besuch, weil man braucht manchmal auch einfach eine kleine Auszeit für sich selber, dass die sich zurückziehen können. Oder es wird ein Spiroergometer angeschafft für die Lungenmessungen. Oder es gibt einen Spielplatz, den wir jetzt nächstes Jahr umsetzen werden. Das sind wir jetzt gerade in der Planung. Also ganz praktische Themen. Und dann haben wir noch hier bei uns in Stimmbach ein Miteinander für Afrika mitbegründet. Das ist, also innerhalb von der Kirche sind wir da so eine Gruppe. Und wir setzen uns für das Thema Schulbau in Nigeria und in Uganda ein, weil wir einfach der Meinung sind, dass Bildung der Schlüssel ist für ein besseres Leben und dass es besser ist, dort vor Ort zu investieren und die Menschen zu schulen, als dass sie dann den Weg übers Mittelmeer wagen und zu uns als Flüchtlinge kommen. Und so ist es einfach halt Hilfe zur Selbsthilfe direkt vor Ort. Ja, so ein kleiner Ausdruck. Wirklich eine ganze Palette, also wirklich toll. Und das finde ich auch diese Vielseitigkeit von musisch durch das Singen und dann aber so wirklich sozial im Land selber für die Ärmsten und die wirklich Hilfe brauchen, auch aus diesen gesundheitlichen Gründen, bis hin auch die Horizontweitung. Jawohl, wir sind alle in der einen Welt. Es muss auch um Afrika gehen. Absolut. Und auch die härteste Schule ist die Kommunalpolitik. Wenn Sie sich da durchsetzen, dann, ja, echt im Kreistag, Gemeinderat. Man hat gute Mitstreiter, ganz bestimmt. Und ich hoffe auch, Sie haben Leute oder Mitstreiter, mit denen es auch Spaß macht, auch als stellvertretende Bürgermeisterin. Aber sagen wir mal, wer von der Kommunalpolitik aus kommt und dann ins Parlament, in den Landtag, der hat schon wirklich eine gute Mitgift sozusagen und weiß, wo der Schuh drückt und wo man kämpfen muss und kennt zumindest mal die Mechanismen. Und also das finde ich, diese Verankerung kann Ihnen ganz sehr und viel helfen, dass Sie das haben. Also ich bin da sehr dankbar dafür, weil so wie Sie gesagt haben, dass man einfach halt
merkt, wo drückt denn der Schuh vor Ort? Und es sind manchmal ganz kleine, in Anführungsstrichen kleine Sachen, die man schnell beheben kann, von zum Beispiel einen Mülleimer für den Hundekot auf der Gassi-Runde oder eine Parkbank, die man sich halt wünscht. Aber bis dann natürlich auch so große Themen wie Wasser, Abwasser, Breitband, jetzt Digitalisierung, die natürlich uns auf dem ländlichen Raum sehr beschäftigt und die aber zwingend notwendig sind, dass wir einfach auch junge Leute begeistern, zu uns aufs Land zu ziehen und dort halt genauso Homeoffice zu können in einem Weiler mit 3 Häusern. Ja, ja. Aber ich merke schon, die Themen im ländlichen Raum, die sind bei Ihnen genauso wie in Thüringen. Absolut. Überall die gleichen Fragen. Auch die ganze Frage von Infrastruktur, Wasser, Abwasser oder die Breitbandanschlüsse, dass man die entsprechenden WLAN-Zugänge hat und schnelles Internet. Und darf ich noch fragen, in welchen Ausschüssen Sie im Kreistag sind? In Verwaltung und Finanzen. Das ist mein Hauptausschuss. Ja. Ja, genau, also, ja, aber da macht Ihnen auch im Landtag so schnell keiner was vor. Und gucken Sie, wenn man neu in den Landtag kommt, natürlich, da gibt es so die Platzhirsche, die wollen ihre Position verteidigen in den Ausschüssen. Und als Neuer, ja, in Thüringen ist so, da kommt man erst beim Petitionsausschuss meistens. Wobei ich auch immer gesagt habe, ich war ja Fraktionsvorsitzende und ich war Landtagspräsidentin. Der Petitionsausschuss ist auch ein absolut ganz wichtiger Ausschuss mit vielen, vielen Möglichkeiten, weil man da wirklich Einzelnen richtig helfen kann. Und weil es da auch nicht so diesen Parteienstreit gibt, sondern ich habe Petitionsausschuss erlebt. Ich war nämlich sozusagen nach meiner Ministerpräsidentenzeit, als ich dann noch im Landtag war, bis zum Legislaturende, bin ich dann auch für eine Kollegin in den Petitionsausschuss gegangen und habe nochmal gesehen, was man da alles auch fraktionenübergreifend tatsächlich für Menschen tun kann. Und deswegen sage ich, viel Arbeit. Mancher muss vielleicht auch dazu geboren sein, aber ich sage ja in der Politik, Menschen mögen, ist Grundvoraussetzung. Also selbst wenn Ihnen das Petitionsausschuss zugeschrieben werden sollte, ist das gut. Aber um Finanzen würde ich auf jeden Fall erstmal kämpfen, dass man das auch im Landtag machen kann. Also ich glaube auch, dass man überall was lernen kann, aber ich glaube, das Finanzthema liegt mir deshalb im Herzen, weil man kann die beste Idee haben, wenn man kein Geld hat, dann wird es alles nichts. Und deshalb ist es einfach gut, dort zu sein, wo dann natürlich auch das finanzielle Thema behandelt wird, weil man halt dort dann auch einfach gewisse Themen vorantreiben kann, die einem im Herzen liegen und man einfach davon überzeugt ist, dass es wichtig ist, dass die umgesetzt werden. Nee, absolut. Nee, da, also wir kämpfen sie. Und also es war ja lange so, die Frauen, die sollen dann ins Soziale und auch wichtig und auch da haben sie Kompetenz, ohne Frage. Aber nee, ich würde an ihrer Stelle auch wirklich echt um die Finanzen kämpfen. Also ich gebe mein Bestes. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ich gewählt wird für den Landtag, weil ich da richtig Lust habe, mich hier für die Region einzusetzen. Und dann wird man da bestimmt auch eine gute Lösung finden. Ja, ja, klar. Und die Leute wissen ja dann auch, dass sie auf jeden Fall kompetent sind für diese Felder mit diesen Voraussetzungen, die sie mitbringen. Das ist auch wichtig. Ja, und da lernt man natürlich in einer Gemeinde und auch in einem Kreis wirklich viel. Auch welche Bausteine einfach ein sind und natürlich auch die ganzen Pflichtaufgaben und dadurch sind ja auch manche Kommunen schon finanziell so gefordert, dass für andere, also so Freiwilligkeitsleistungen, weniger übrig bleibt. Aber die sind natürlich oft auch wichtig, sei es die Bücherei oder das Hallenbad und andere Sachen, die natürlich dort auch den Kindern, Jugendlichen und auch den ganzen anderen Menschen zugutekommen. Und deshalb muss man da schon immer gut abwägen, was möglich ist. Eins wollte ich vorher noch bestimmt anknüpfen. Das freut mich wirklich sehr, dass Sie die erste Ministerpräsidentin hier in der CDU in Deutschland waren. Wir haben in Schwäbisch Hall ein Frauennetzwerk gegründet, das heißt Frapolia, Frauen politisch aktiv. Und dort sind wir auch parteiübergreifend zusammen und tauschen uns da aus und versuchen einfach auch Themen, die aus unserer Sicht es verdient haben, dass sie vorangetrieben werden oder auch mit Infoveranstaltungen und so weiter, auch das Thema Demokratie voranzutreiben. Und ich glaube, deshalb braucht man auch noch ganz viele Impulse. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht auch mit dem Gegen Vergessen für Demokratie e.V. nochmal schauen könnten, was denn da Schnittpunkte gibt, dass wir vielleicht dort auch mal was hier bei uns als Schwäbisch Hall machen könnten. Ja, also sehr gerne. Sehr gerne. Es war irgendein Anlass, weiß nicht, wo ich also mit Groß Altdorf schon gesprochen hatte,
Hans-Gerd Hammer gleich gesagt hat, wenn du da in der Nähe bist, komm zu uns. Da kann man ja, sagen wir mal, so einen richtigen Rundum-Termin machen. Ich glaube, ich bin irgendwann auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Das ist zwar ein Stückchen weg, aber so weit auch nicht. Und dann wollte sich der Hans-Gerd Hammer gleich dranhängen, dass wir Großaltdorf was machen. Und dann können wir natürlich in Schwäbisch halt das auch machen. Klar? Das ist eine gute Idee, weil die Ute Zoll, die Bürgermeisterin von Fellberg, ist auch bei uns bei Frau Polier dabei. Und ich glaube, die findet das genauso gut. Genau, das kriegt man dann schon hin. Ja, ja. Von Fellberg, ne? die kenne ich ja auch. Also bei der waren wir ja zusammen. Also an die auch einen ganz herzlichen Gruß, gell? Ganz einen Gruß. Und sie war dann auch nochmal in Großaltdorf, als ich einen Vortrag gehalten habe. Da war sie dann auch. War schön. Mhm. Den Vortrag also sehen Sie, wir haben Fellberg ja schon. Da war es auf jeden Fall nicht langweilig, wenn sie kommen. Am besten verbinden wir das dann auch mit dem Weihnachtsmarkt. Und dann ja gut, das ist dann aber erst Ende des Jahres. Also, gibt überall schöne Sachen, glaube ich, zu jeder Jahreszeit. Ne? Mhm. Und was sind denn aus Ihrer Sicht die heutigen Voraussetzungen? Was würden Sie denn mit dem, was Sie heute wissen, uns ans Herzen legen, dass wir das einfach berücksichtigen und am besten umsetzen? Ja, also es ist ganz wichtig, immer nah bei den Menschen zu sein und das, was man politisch an Ideen hat, auch zu erklären, zu diskutieren und den Menschen zu vertrauen. Ich glaube, wir sehen ja doch eine ziemliche Diskrepanz zum Teil zwischen der, ich sag mal in Anführungsstrichen, etablierten Politik und Menschen, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, Menschen, die auch nicht verstehen, was da in der Politik zum Teil diskutiert wird und die sich dann noch abwenden und ja auch in einer Weise Gesellschaft polarisieren, wie wir das über viele Jahre nicht gekannt haben. Da muss man sicher kritisch hingucken, aber ich finde immer, man muss sich selber auch immer kritisch hinterfragen, was haben wir selber dazu beigetragen, dass Politik eben nicht mehr verstanden wird, dass sich Menschen derart abwenden und am Ende vielleicht sogar zu Gegnern dieser Demokratie werden. Und das müssen wir wieder einbremsen und das müssen wir verhindern. Das geht aber aus meiner Sicht am wenigsten, wenn wir jetzt Verbote aussprechen, wenn wir nur sozusagen mit der Härte des Staates und der Polizei dann auf Leute losgehen, sondern wir müssen wirklich von Seiten der Politik auch den Menschen wieder grundsätzlich das Vertrauen entgegenbringen, was wir als Politiker von den Menschen haben wollen. Ich kann von den Menschen nicht erwarten, dass sie mir vertrauen, wenn ich selber kein Vertrauen mehr in die Menschen habe und meine immer, ich muss sie kontrollieren und ich muss tausende von Vorschriften machen und dies und jenes noch, sondern das muss ein Wechselspiel sein. Und da denke ich, hat die Politik auch nicht immer alles richtig gemacht. Also wir sind dabei zu erklären und jetzt auch in Corona erklären wir ja doch sehr, sehr viel, aber es gab gerade auch Zeiten, da ist man vielleicht zu sehr über auch manche Sorgen der Menschen hinweggegangen und das muss man wieder ändern. Das glaube ich auch, dass da einfach das Miteinander total wichtig ist. Ich lese gerade ein Buch von dem Enkel von Mahatma Gandhi, das heißt Sanftmut kann die Welt erschüttern und es sind dazu Lebensweisheiten von seinem Opa, also von Mahatma Gandhi zusammengetragen und es ist wirklich echt toll und ich lese da halt, also da gibt es so einen Vorderteil, so einen Erklärenden und jetzt kommen quasi die Aphorismen und da lese ich eigentlich jeden Abend eine nur, um einfach das so ein bisschen so wirken zu lassen und das ist ein Thema mit Demokratie, wo er einfach sagt, Demokratie kann nur dann funktionieren und die volle Kraft entfalten, wenn sie wirklich aus dem Herzen kommt, wenn die Leute das verstanden haben und das auch wirklich wollen. Und deshalb glaube ich auch, was das ist, verordnen kann oder sagen kann, es ist ein Verbot und du musst es jetzt so machen, sondern das muss man wollen und muss es dann auch wirklich mit dem ganzen Thema und auch mit allen Herausforderungen, die es da gibt und die sind manchmal wirklich auch schon zu beachten und manchmal höre ich auch das Thema, ja in China geht es viel schneller, aber um welchen Preis denn? Der Preis ist viel zu hoch und deshalb brauchen wir das anders, aber wir müssen halt die Leute mitnehmen und Ihnen das erklären und so, wie Sie gesagt haben, also stimme ich Ihnen nicht zu. Ja, ja. Ja, also wir müssen uns wirklich mal überlegen, Demokratie ist keine Sache im Schlafwagen. Und wenn wir uns überlegen, was in anderen Teilen dieser Welt oder auch noch, sagen wir mal, in Osteuropa, wenn wir an Weißrussland denken, Belarus, die mutigen Frauen, die da seit Wochen, seit Monaten
im Angesicht auch von Schlagstöcken und Wasserwerfern und Panzern auf die Straße gehen. Ich meine, 89 haben wir das in der DDR gehabt. Man kann sich es heute schon vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber da haben wir die Bilder aktuell. Also es gibt Menschen, die setzen unter Umständen ihr Leben aufs Spiel, um Demokratie zu gewinnen. Und wir haben diese demokratische Staatsform hier. Und aber auch wir brauchen wenigstens ein bisschen Leidenschaft. Ein bisschen, man sagt immer, man muss selber brennen, um die Fackel weiterzugeben. Und wenn wir nicht für diese Demokratie auch brennen und auch eine Leidenschaft erkennen lassen, ja, woher sollen es dann junge Menschen übernehmen? Und woher sollen es andere, die wir mitnehmen wollen, irgendwie erfahren, wenn wir nicht selber sagen, also Leute, es geht uns gut bei allen Schwierigkeiten, auch jetzt mit Corona und manchen Entscheidungen, die getroffen werden. Aber im Vergleich dazu, was andere in anderen Teilen dieser Welt und auch in der Geschichte mal zurück in früheren Jahrzehnten aufs Spiel gesetzt haben, um genau diese Staatsform eben zu kriegen, zu erreichen, die natürlich nicht vollkommen ist, nichts ist vollkommen, aber doch die beste immer noch unter allen möglichen, dann muss man sich manchmal schon fragen, was ist eigentlich los oder wie sind wir lahm geworden oder warum lehnen wir uns so zurück? Nein, wer sich zurücklehnt, wird auch zurückbleiben. Der wird irgendwie überrollt, überrannt werden, sondern man muss sich schon selber einmischen. Das ist so, das gehört dazu. Das sehe ich echt ganz genauso. Und da gilt es halt auch wirklich runter vom Sofa und dann aktiv mitzumischen und nicht nur als passiver Mitspieler irgendwelche Themen zu diskutieren oder zu kritisieren, ohne sich dafür einzubringen. Mhm. Und ich wünsche mir zum Beispiel, dass viel, viel mehr Menschen zur Wahl gehen. Weil ich mir denke, das gibt's doch nicht. Wir bekommen das hier auf dem Silbertablett präsentiert, ohne dass wir zum Beispiel unser Leben aufs Spiel setzen müssen, wie Sie das jetzt gerade genannt haben von Weißrussland. Wir haben es wirklich sowas komfortabel. Wir können auch noch Briefwahl machen, wenn wir sagen, wir gehen nicht ins Wahllokal. Also das ist wirklich, die Schwelle ist so niedrig. Und deshalb wünsche ich mir, dass einfach viel mehr der Prozess zur Mitgestaltung wahrgenommen wird, dass man einfach sagt, ja, das ist mir wichtig und ich bin auch dankbar, dass ich in so einem tollen Land leben darf, wo es einfach wirklich uns so gut geht, trotz aller Herausforderungen, alles, was wir haben und auch mitgestalten und so weiter, haben wir es echt gut. Und ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich in Deutschland leben darf und auch hier in Baden-Württemberg. Und das wünsche ich mir, dass wir es einfach viel mehr schätzen, um dann einfach auch das Mitbestimmungsrecht auszuüben. Hm. Ja, sehe ich wirklich ganz, ganz genauso. Und manche, ist ja immer erstaunlich, wenn manche aus dem Urlaub zurückkommen oder auch arbeitsmäßig in anderen Teilen dieser Welt war, die sagen dann auch immer, Mensch, worüber ihr euch hier aufregt, wisst ihr, wie es woanders aussieht. Also ein Stückchen mehr Dankbarkeit, auch Demut. Sicher haben auch unsere früheren Generationen viel geschafft und auch heute wird viel geschafft dafür, dass es uns so geht. Aber wären die Rahmenbedingungen nicht so, für die wir eben nicht unbedingt selber alles können, sondern wo einfach ein Stück, wir Glück haben und wir dann auch sagen, danke, dass wir diese Möglichkeit hier haben. Und das soll auch ein bisschen von dieser Lebenseinstellung prägen. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit so vom vierten Advent, wenn wir dann wieder auf das Kind in der Krippe schauen, auch das ist ja Geschenk. Geschenk für uns, etwas, was wir uns nicht selber geben können und auch Gelegenheit in den nächsten Tagen mal wirklich so innezuhalten und auch unser Leben einzuordnen und zu gucken, wie Freude, die wir empfangen, auch weiter, wie wir weitergeben können, was das für uns heißt. Ich glaube, das ist ja immer so eine ganz besondere Zeit, um einfach mal, so wie Sie gesagt haben, zur Ruhe zu kommen. Und dann auch zu reflektieren und zu sagen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und worauf kommt es mir an? Und was kann mein Beitrag sein, um vielleicht doch nochmal das eine oder andere nochmal ein Stückchen besser zu machen? Und da freue ich mich jetzt wirklich auch auf die anstehenden Tage, weil ich sehe mich da schon auf dem Sofa sitzen mit den Kindern und dann auch Bücher lesen und so weiter. Also das ist echt immer sehr schön. Leider wird es dieses Jahr nicht die Familientreffen geben, die wir sonst haben, weil das genießen wir wirklich sehr, wenn wir uns dann in der Großfamilie treffen und dann werden halt Lieder gespielt, jeder bringt sein Instrument mit und wir machen dann noch so eine kurze
Andacht quasi und dann gibt es die Geschenke und das ist schon echt toll, aber dieses Jahr gibt es online. Ja, gut, wollte ich gerade sagen, sie zoomen sich dann alle zusammen oder haben sie ihre Plattform. Ja, genau. Ja, ich glaube, mit der Familie von meinem Mann sind wir da sehr auch räumlich ein bisschen verstreut und da werden wir uns online zusammen zoomen und ja, das probieren wir jetzt einfach auch mal aus. Ja, natürlich. Und ja, und mit den Kindern, die da sind, denke, denen kann man sich auch voll widmen und dann mal da noch ein bisschen mehr noch investieren als sonst vielleicht in Zeit und Spiele und gute Dinge, die man miteinander machen kann. Das glaube ich auch. Ja. Sie haben vorher auch noch ganz kurz das Thema angesprochen gehabt, auch mit verschiedenen, sage ich jetzt mal, Herausforderungen. Und eins war ja sicherlich das, als Sie als Interimspräsidentin dieses Jahr vorgeschlagen wurden. Das war ja schon eine sehr spannende Phase bei der Regierungskrise in Thüringen und den Rücktritt von Ministerpräsident Kemmerich. Wie war denn das für Sie? Naja, ich habe das natürlich mit angehaltenem Atem sozusagen von außen verfolgt. Ich war ja nicht mehr im Parlament und sah schon wieder zwei Züge so aufeinander zurollen. Und als mich dann der nicht mehr, Kemmerich war dann als Ministerpräsident gewählt und alle anderen waren ja irgendwie in der Sackgasse. Rot-Rot-Grün hatte den Fehler gemacht, dass sie sich einfach überschätzt haben und ohne sichere Mehrheit in die Wahl gegangen sind. Die CDU hat sich ein Stück vorführen lassen durch dieses Spiel, was die AfD da veranstaltet hat und dann hinterher natürlich skrupellos und wirklich in einer das Parlament verächtlich machenden Art und Weise dann auch geprahlt hat mit dem, was sie da angeblich erreicht hat. Und es musste eine Lösung gefunden werden, letztlich zwischen Partnern, die sagen, oder zwischen Fraktionen, die sagen, wir können nie miteinander regieren, koalieren, die Linke und die CDU. Wir haben ja auch praktisch so eine Unvereinbarkeit. Aber trotzdem muss im Interesse des Landes ja was passieren. Und in der Situation hat Bodo Ramelow kam auf die Idee, also ich zu bekennen, ich komme hier nicht weiter und mir fällt nichts mehr anderes ein, als Christine Lieberknecht, die auch einen gewissen überparteilichen Ruf hat, zu bitten, jetzt vielleicht doch die Sache zu übernehmen. Ich habe natürlich einen riesen Schreck gekriegt, weil ich war auf alles eingestellt, auch nicht darauf. Und habe gesagt, ja, wenn sich alle einig sind, und auch meine CDU hat mich ja dann genauso gefragt, habe gesagt, ihr müsst euch aber auch einig sein und es geht nur für eine Übergangszeit, und zwar eine klar definierte. Dass Corona das alles dann am Ende ohnehin geändert hätte, war in dem Moment dann noch nicht absehbar. Also nur für diese Übergangszeit. Und es lief aber dann, wie es lief. Natürlich wurde dann doch gefeilscht und geguckt und wirklich nur diese Übergangszeit oder kann es nicht doch länger sein. Und es gibt ja auch gute Gründe, eine längere Zeit haben zu wollen. Aber das ging dann halt nicht mit mir. Und dann habe ich gesagt, also in dem Moment, wo absehbar war, das kommt jetzt zu keiner schnellen Einigung, dann habe ich gesagt, dann müsst ihr es eben mit der Linken machen. Dann geht das nicht mit mir. Und das war diese Interimsphase, wo ich nochmal im Gespräch war. Ich gesagt habe, ich helfe, den Knoten durchzuschlagen, wenn ihr euch darüber alle einig seid. Aber das zerfaserte ja dann doch in einer Weise, wo ich dann gesagt habe, nee, also dann müsst ihr es wirklich selber jetzt unter euch klären. Das haben sie ja dann auch gemacht. Ja, manchmal kommt es dann doch anders, als man denkt. Also das war dann natürlich schon eine sehr, würde ich mal sagen, neue Situation. Und ich glaube, ich hoffe mal, dass wir alle aus dem Thema in Thüringen gelernt haben, vor allem mit dem Thema Mehrheiten und auch wie dann die Wahl ablief. Also da waren auch Sachen, wo ich gedacht habe, das kann so nicht sein. Und dass man so auch die Demokratie in Anführungsstrichen mit Füßen tritt, das sehe ich nicht ein. Mhm. Aber ja. So wie Sie gesagt haben, es kommt halt immer auf die beteiligten Personen an und natürlich mit welcher Haltung jemand davor geht und welches Ziel er eben verfolgt. Und wenn man natürlich das Gute für die Gesellschaft in Summe im Sinn hat, ist es sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass man das einfach über die
meistens Parteigrenzen hinweg machen können, dass wir da einfach das Sachthema im Vordergrund haben und uns dort zum Wohle für die Menschen halt einsetzen. Ja, ja. Und man muss einfach natürlich, ich verkenne überhaupt nicht, dass auch die Linke ein Grundsatzprogramm hat, was an den Festen dieses Staates rüttelt. Auch die Linken wollen eine andere Gesellschaft. So, und die AfD ist für uns ohnehin auch indiskutabel. Aber wenn AfD und Linke im Parlament eine Mehrheit haben, es ist ja so, dann kann man unsere Unvereinbarkeitsbeschlüsse hin und her wenden, sondern da gibt es auch eine Landesverfassung, die einfach vorschreibt, dass bestimmte Dinge mit Mehrheiten gemacht werden müssen. Und den kann man sich als CDU dann auch nicht auf Dauer verschließen, sondern da muss man für eine begrenzte Übergangszeit unter klaren Kautelen, wie sie das dann ja auch gemacht haben mit diesem Stabilitätsmechanismus, der übrigens jetzt ausläuft, der Landeshaushalt ist ja verabschiedet, wir werden ja auch Neuwahlen im nächsten Frühjahr dann haben, muss man aber in dem Moment eine Verantwortung wahrnehmen. Und es gibt Dinge im Landtag, da braucht man 2/3 Mehrheiten. Sie kriegen ohne 2/3 Mehrheit keinen Verfassungsrichter, sie kriegen keinen Rechnungshofspräsidenten, sie kriegen keine manchmal notwendige Geschäftsordnungsveränderung. Und da muss man sich dann den landespolitischen Gegebenheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen eben auch stellen. Und deswegen sage ich, sind unsere Parteibeschlüsse Orientierung, das ist richtig. Wir müssen von unserem Koordinatensystem wissen, wo wir stehen. Aber sie müssen eben auch der realpolitischen Situation in den Ländern standhalten. Und da ist es halt so, im Osten, man muss einfach mal gucken, was in Sachsen-Anhalt passiert, manchmal noch ein bisschen anders, als man das so unter normal klassischen Parlamenten gewöhnt ist. Aber da haben wir auf jeden Fall noch einen Weg vor uns, aber sind auch schon auf dem Weg. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort, weil wir jetzt am Ende von unserem gemeinsamen Gespräch sind, dass wir eigentlich da immer auf dem Weg sind, auch jetzt Richtung Weihnachten natürlich. Und deshalb erstmal Ihnen, Frau Lieberknecht, vielen, vielen herzlichen Dank für das offene und kurzweilige Gespräch heute. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, das habe ich gerne gemacht und Ihnen wünsche ich natürlich ganz viel Erfolg für Ihre Kandidatur, aber auch jetzt erstmal und vor allen Dingen auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die es ja hoffentlich auch gegeben hat, wünsche ich ja auch besinnliche Weihnachtszeit, kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr und dann auf ein neues. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Vielen Dank auch. Vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Und an dieser Stelle darf ich Sie ganz herzlich einladen zu unserem nächsten Gespräch. Das findet am 30.12. statt und mein Gesprächspartner wird der Martin Romig aus Crailsheim sein. Er ist Geschäftsführer der Hagro Mörlins und wir werden uns über die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Crailsheimer Basketballer, unsere Heimat, unsere tolle Region und natürlich auch den mitreißenden Mut, den die Mörlins in der Geschichte bewiesen haben, unterhalten. Seien Sie auch hier wieder dabei auf Facebook oder auf der Homepage. Ich freue mich. Und auch hier können Sie Ihre Fragen vorab an kontakt@isabelle-rathgeb.de senden oder natürlich auch auf Facebook. Und jetzt möchte ich Ihnen von meiner Seite noch ein paar Zeilen schenken, kurz vor Weihnachten. Und zwar habe ich was von der Hildegard von Bingen, das ich sehr schön finde. Das heißt Advent. Advent heißt, Gott klopft bei uns an. Weihnachten heißt, Gott holt uns ab, ganz egal, wo wir sind. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, frohe und gesegnete Weihnachtstage im Kreis Ihrer Lieben. Bleiben Sie gesund und munter und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja. Gut. So.